Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hierbleiben, bei ihnen. Keine Chance. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Rise of the Tomb Raider. Werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Heute essen wir Reis. Lass uns vorsichtig sein. Das hier war damals ein Big Deal, dass man Spuren im Schnee hinterlässt. Der Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Und sieht schon mal ein bisschen besser aus, finde ich. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden, dein Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Ja, ja. Es wird direkt actionreich. Lara, bist du in Ordnung? Jonah! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Bleib einfach da! So, jetzt haben wir zwei Äxte. Zwei Kletteräxte. Und wir werden viel klettern in diesem Spiel, das kann ich schon mal verraten. Erste Herausforderung geschafft. Was ich mal ganz kurz anmerken wollte im ersten Teil, Yamatai und wie sie nochmal. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben. Pumi? Nee. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Die existierten ich wirklich. Die verlorene Stadt verstecken wollte. Würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Boah, sieht das Spiel hübsch aus. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Guckt euch das an. Wir sind fast am Gipfel. Guckt euch das an. Ein verdammt hübsches Spiel.
Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Er hat sich eingehakt. Ach ja. Nicht stabil zu sein, aber bleib nah an der Wand. Okay. Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Eieieiei, wieder so viel rumgeklettere. Eines Seils. Weiter geht's. Ich mag diese Kletterpartie so sehr. Sie ist so gut gemacht. Ui. Aua, aua, aua. Da! Da drüben! Schnell! Schnell mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Komm schon, Laura! Natürlich muss alles hier zusammenbrechen. La hat einfach die Angewohnheit, immer dahin zu gehen, wo alles zusammenbricht. Jetzt wird der Bauch auf den Bauch gerutscht. Hui.
Das lief ein bisschen schief. Zwei Wochen zuvor. London, England. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Mir echt leid. Was machst du hier? Die Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das Grab ist in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. Darf ich noch kurz anmerken, wie viel besser die Gesichter aussehen? Wie viel besser die animiert sind, wenn die sprechen? Richtig gut. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. Oh, schön. Grafikfehler. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay? Ist Ihr Geld.
Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Bilanz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie brauchen... Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Nein! Tja, die Scheiße ist am Dampfen, aber richtig. Willkommen in Syrien übrigens. Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Guckt euch das mal an, wie schön das ist hier. Eieieiei. Oh, das ist nicht so schön, dass es da drüben Explosionen gibt. Des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. In einer Oase, okay. Ja, schauen wir mal, ne, ob wir die finden. Müssen wir ja. Aus irgendeinem Grund sind wir hier nach Sibirien. Weil wir ja scheinbar was gefunden haben, müssen wir jetzt nach oben, ne? Ja. Irgendwas ist hier. Könnte es das wirklich sein? Ich muss es immer mal wieder sagen, das Spiel sieht so viel besser aus als der erste Teil. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Notizen erwähnen das auch. Wandgemälde. Lesen Sie Wandinschriften, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Oh ja, ich erinnere mich. Das ist eine Art Markierung. Ja, ja. Kann ich übersetzen. Das Lustige ist, kann es nicht genau erkennen. Ich lese jetzt ein paar, ich gucke mir jetzt ein paar Wandbilder an und dann kann ich auf einmal die Sprache. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee, vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Er führte seine Anhänger durch die Wüste, zur Oase. Yeah, meine Sprachkenntnis. Okay, dann los. Konstantin will vor Sonnenuntergang das Grab. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Spielerwegweiser. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweiser als blaue Lichtkegel angezeigt.
Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Also sind schon sehr, sehr praktisch, die zu haben. Soll ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich die dann alle mache. Sofern möglich. Okay. Ein geheimer Eingang. Boah, ist das hell. Uiuiui. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Und was ich auch mal sagen muss, nicht nur optisch ist es viel hübscher, es ist auch spielerisch. Es fühlt sich viel, wie soll man sagen, auf Deutsch, responsive, auf Englisch halt. Sie sind schon hier. Es fühlt sich flüssiger an alles. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ein Durchgang. Es ist aber wieder wie beim letzten Mal, dass ich kaum sprechen kann, weil ich so eingenommen bin vom Spiel, was ja was Positives ist. Verdammt, komm schon. Oh, Skorpione, ich hasse Skorpione, da bin ich selbst Sternzeichen Skorpion, aber... Ah. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Mein Sohn. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Der Bischof, Nachricht aus Rom, die Spur des Propheten, eine alte Nachricht vom Oberhaupt des Trinity-Ordens. Sie sind dem Propheten und seinen Anhängern hierher gefolgt.
Das Spiel ist halt einfach so hübsch und so vereinnahmend irgendwie, auch vom Gameplay und allem, dass ich kaum reden kann. Ich habe jetzt mal endlich die Zeit, ein bisschen was zu sagen. Ich wollte nämlich sagen, beim ersten Teil von Tomb Raider, die Insel und die Königin, das war die erste Herrscherin, dokumentierte Herrscherin, also japanische Herrscherin, die erste dokumentierte japanische Herrscherin. Ich weiß gerade nur den Namen leider nicht mehr. Ich könnte mal das hier ganz kurz machen, dann weiß ich den Namen. Uno Momento. Ich weiß den Namen gleich wieder. Weil ich kann einfach Recherchen öffnen, weil ich habe nämlich tatsächlich, ich hatte zwar nicht viel Zeit zwischen den Spielen gehabt, das stimmt. Das gebe ich auch so zu. Aber ich habe genug Zeit gehabt, um ein paar Recherchen anzusetzen oder in Angriff zu nehmen. Himiko, genau, Himiko. Himiko ist die erste dokumentierte japanische Herrscherin gewesen über Yamatai. Yamatai wurde aber bisher noch nicht gefunden. Es gibt nur jede Menge Spuren und Hinweise auf Yamatai, dass Yamatai existiert haben muss. Und dass es in diesem Drachendreieck sein könnte, ist natürlich auch eine mögliche Vorstellung, weil das Ding ist, da gibt es wohl so viele Unterwasservulkane, dass da neue Inseln entstehen und weggehen die ganze Zeit. Also es kann sein, dass Yamatai einfach gar nicht mehr existiert. Aber das Lustige ist, dieses Drachendreieck gibt es auch und das ist genau auf der gegenüberliegenden Seite vom Bermuda-Dreieck quasi. Und das ist alles sehr faszinierend und da gehen auch sehr viele Schiffe verloren. Ich habe mich ein bisschen erkundigt, weil ich das schon interessant fand und wissen wollte, wie viel haben sie sich hier ausgedacht und wie viel ist wirklich echt. Weil es ist ja auch alles mit ein bisschen den archäologischen Hintergrund und da haben sie sich wirklich viel an historischen Quellen bedient. Was ich gut finde, weil dann webt sich das Spiel so ein bisschen die echte Geschichte ein. Oh. Verdammt, das war echt knapp. Ich glaube, man kann später eine Fähigkeit bekommen, Fallen erkennen. Sie sprengen sich den Weg frei. Natürlich. Wassermarsch! Lass das Wasser frei! Gerade so überlebt. Unglaublich. Na, da können wir nicht hoch. Das werden wir öfter haben im Spiel übrigens, dass ich versuche an Orte hochzukommen, wo man nicht hoch kann. Weil das passiert im Spiel tatsächlich relativ oft. Wenn ich mich richtig erinnere. Dass man denkt, da kommen wir doch hoch und dann kommen wir da nicht hoch. Aber die markieren ja auch eigentlich mal alle Sachen, wo man quasi hoch kann. Wir müssen auf jeden Fall das Wasser steigen lassen. Und eigentlich ist der Part vorbei, aber wir machen einfach noch ein bisschen, weil es der erste Part ist. Können wir den noch ein bisschen länger machen, oder? So, das reicht aber noch nicht von der Höhe. Aber wir kommen jetzt woanders, glaube ich, nur hoch, oder? Kann das sein, dass wir jetzt hier vorne irgendwo hier kommen wir hoch? Offensichtlich.
Wenn ich so viel rumkletter, wisst ihr, worauf ich mich richtig freue? Assassin's Creed mit euch zu spielen. Und das Klettern da ist nochmal eine ganz andere Sache. So. Da seht ihr das da hinten. Man muss echt ein bisschen gucken. Hier ist nämlich doch was. Noch ein religiöses Symbol. Aber das hier ist simpel und handgemacht. Der Prophet muss Anhänger in allen Schichten gehabt haben. Das hier übrigens sind teilweise, ich weiß nicht, ob das teilweise echte Reliquien sind, die 3D gescannt wurden. Aber auf jeden Fall sind die Sachen tatsächlich alle, so wie ich das bisher herausgefunden habe, historisch einigermaßen akkurat. Also nach aktuellem archäologischen Wissensstand. Weil wir wissen ja auch nicht alles. Was ja lustig ist, wenn wir so drüber nachdenken, ne? Denk mal drüber nach, wie ist das in 500 Jahren oder in 1000 Jahren, wenn Archäologen Spuren von uns suchen? Wird das noch passieren oder halten wir unsere Geschichte so sehr fest, dass es nicht passieren wird, weil alles quasi dokumentiert ist durch Facebook und Twitter, und wird es die Datenbanken dann später noch geben? Und was werden Archäologen machen, wenn sie auf so eine Datenbank wie die Twitter-Tweet-Datenbank stoßen? Was werden Archäologen denken, wenn sie sich das durchlesen da? Was wir da alles für eine Scheiße geschrieben haben. Das ist immer so ein faszinierender Gedanke, finde ich, beim ganzen Archäologie-Thema. Wie ist das in 1000, 2000 Jahren, wenn Archäologen unsere Daten und unsere Hinterlassenschaften analysieren? Und natürlich die Frage, wird das jemals passieren, weil wir ja alles so gut dokumentieren. Zumindest glauben wir das. Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute damals dachten das auch. Ich glaube, die dachten auch, dass sie so Bauten wie das hier zum Beispiel für die Ewigkeit bauen würden. Ne? Der Boden stürzt hier ein. Das Spiel. Ich weiß, dass der Boden hier einstürzt. War sogar eine Stachelfalle. Verdammt, sie sind fast drin. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Der Ritter. Tod des Propheten. Die Spur des Propheten. Ein Trinity-Ritter folgte der Spur mit der Absicht, die restlichen Anhänger des Propheten auszulöschen. Es sollte keine Beweise geben. Yeah, komm. Bald. Da ist eine Stachelfalle. Da ist eine Trittfalle. Not gonna happen. Das Wasser muss steigen. Mein Herr, ich führe eine kleine Armee an. Treu. Bewaffnet und bereit. Und ich habe gute Nachrichten. Wir haben das Grab des Propheten gefunden. Unterwegs wurden wir von Verrückten in der Tracht des Propheten angegriffen. Aber sie waren schnell besiegt. Wir ließen einen entkommen und folgten ihm zurück zur Oase. Ob der Prophet dem Tod entkommen ist oder ein anderer seine Robe trägt, ist nicht von Belang. Alles darin wird vergehen. Und es wird endlich ein Grab werden. Das war ein bisschen leise. Sie fanden die Anhänger des Propheten und wollten sie alle umbringen. Was war so gefährlich an dem Propheten? Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können.
Die Wand da hinten, ja, aber da komme ich ja nicht so einfach hin, ne? Aber vielleicht kommen wir jetzt hier mit dahin. Okay, das hat funktioniert. Wir brauchen noch mehr Wasser, wie es scheint. Da haben wir noch mehr Wasser. Aber nur kurz, okay. Okay. Okay, I see. Ich hab's gesehen. Jetzt müssen wir es nur noch richtig ausführen. Geht doch. Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Sehr gefährlich. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. Deckung!
laufen. Es bricht alles wieder zusammen. Typisch bei Lara. Also man kann im Spiel jetzt übrigens auch sprinten. Das Croft-Anwesen. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja. Aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch, wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Jonah. Uns nicht auf. Scheiße, Lara. Was machen wir jetzt?
Ich habe sie hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Nordostsibirien, Gegenwart. Damit haben wir die Vorgeschichte abgehandelt. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Ja, und ihr da draußen dürft auch umkehren auf YouTube, ne? Auf YouTube beende ich den Part jetzt hier an der Stelle. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.